Hi Freunde, ein kurzes Video zu später Stunde. Ja, aber ich wollte dieses Video auf jeden Fall heute noch fertig machen. Und zwar, ja, ein recht ungewöhnliches Video, weil sowas habe ich bisher noch nicht gemacht. Ich möchte euch einen YouTube-Kanal empfehlen. Und zwar von dem lieben Pascal. Sein Kanal heißt Papas Welt. Und ja, warum empfehle ich euch diesen Kanal? Wie habe ich ihn kennengelernt? Und warum solltest du dich für seinen Kanal interessieren? Das werde ich dir jetzt erzählen. Zunächst mal, wir haben uns kennengelernt, hier, Chucky ist der Grund. Weil Pascal ist Filmemacher, genau wie ich. Ja, auch er dreht gerne kleine Kurzfilme. Und da hat er Chucky benutzt, unter anderem. Er dreht auch andere Filme, wie zum Beispiel Ghostface, was an die Scream-Filme angelehnt ist, aber dazu kommen wir später. Und ja, nachdem er Chucky in seinen Filmen halt nicht mehr gebraucht hat, hat er Chucky zum Verkauf angeboten. Ich habe ihm Chucky abgekauft, zu einem wirklich ganz tollen Preis. So haben wir uns kennengelernt, so haben wir uns angefreundet. Wir haben festgestellt, wir sind beide YouTuber, wir haben ungefähr die gleiche Macke. Also erstmal, wir sind Filmemacher, was ja so solche Filme angeht. Dann haben wir festgestellt, wir mögen auch gerne Retro-Sachen. Auch da macht er verschiedene Videos, vor allem so, was so Spielekonsolen angeht. Dann streamt er auch regelmäßig. Zum Beispiel macht er Resident Evil Streams, die wirklich toll sind, wo ihr auch mal reingucken könntet, wenn ihr euch für Resident Evil interessiert. Und ja, jetzt würde ich sagen, sich gerade die Chipstüte bewegt. Ja, es ist, was draußen so stürmisch ist. Ich habe zwar das Fenster zu, aber irgendwie ist hier gerade so ein kleiner Luftzug durchgekommen, jetzt hat sich die Chipstüte gerade bewegt. Oh Mann. Ja gut. Jetzt zeige ich euch seinen Kanal, aber bevor ich euch seinen Kanal zeige, noch eine Sache. Morgen, Entschuldigung meine Stimme, morgen am Sonntag kommt das versprochene Video zu Scareglow aus Masters of the Universe Revelation. Wir werden die Figur gemeinsam auspacken und da ihr meine kleinen Theaterstücke so gerne mögt, wird es da auch wieder eins geben. So, aber genug der Eigenwerbung. Jetzt switchen wir einmal rüber zu dem YouTube-Kanal von Pascal. Dann zeige ich euch ein bisschen was. Und ja, wenn ihr Bock habt, wäre es cool, wenn ihr ihm ein Abo dalasst. Er freut sich. So, das ist sein Kanal. Ich werde ihn auch gleich nochmal unter diesem Video verlinken, dass ihr da direkt draufklicken könnt, wenn ihr Bock habt. Das hier zum Beispiel, das ist mein Chucky-Film. Den kennt ihr ja, denke ich mal. Den habt ihr alle gesehen. Habt ihr doch alle gesehen oder nicht? Wenn nicht, wäre es jetzt vielleicht der richtige Zeitpunkt. Er hat mich gefragt, ob er ihn auf seinem Kanal auch hochladen darf. Das habe ich ihm erlaubt. Und was ganz interessant ist, er hat den Film ein bisschen verändert. Nicht inhaltlich, da ist er identisch, aber er hat ihn in Schwarz-Weiß hochgeladen. Mein Film ist ja in Farbe. Und ich finde, das ist gar nicht mal so eine schlechte Idee. Also ich fand diese Schwarz-Weiß-Fassung echt cool, muss ich sagen. So, er ist auch so freundlich, habe ich hier unten verlinkt unter angesagte Kanäle. Ich habe ihn übrigens auch verlinkt, weil wir jetzt mal auf meine Startseite gehen. Hier, tolle Menschen, da ist er. Also ist einfach der einfachste Weg, wenn ihr eh gerade dieses Video guckt, dann seid ihr eh auf meinem Kanal, könnt ihr einfach mal hier draufklicken. Schaut mal, 163 Abonnenten und ich finde, sein Kanal macht sich, weil als ich ihn kennengelernt habe, da waren es noch nicht mal 150. Also es wächst und ich würde sagen, da geht noch mehr. Ja, so, aber gucken wir mal. Er macht auch sehr gerne Vlogs. Ich habe ja letztens auch einen gemacht, wo ich in Düsseldorf war mit meiner Tochter. Aber er macht sowas regelmäßig, macht es ja nicht so oft. So, dann hier Spider-Man, das war's. Hier, das ist auch ganz interessant, Ghostface. Das ist ein Film, den er gerade dreht. Und ich weiß nicht, ob ich das jetzt schon sagen darf, aber so wie es aussieht, werde ich da auch eine kleine Rolle übernehmen. Weil es, ja, Ghostface 2, es gibt natürlich auch Ghostface 1. Und da hatte ich auch eine kleine Rolle, da durfte ich einen Reporter spielen. Ich könnte jetzt auf diese Videos klicken und sie euch zeigen, aber ich möchte den Pascal jetzt nicht vorgreifen, weil ich möchte, dass ihr auf seinen Kanal geht und euch die Videos selber anguckt. Deswegen klicke ich da jetzt nicht drauf. So, hier Retro-Ecke. Ne? So, FIFA 2001 hat er mal vorgestellt. Dann hat er hier gestreamt Resident Evil 4, nicht Resident Evil 4, Resident Evil Village Teil 4. Also wie gesagt, er macht auch Streams, die ganz unterhaltsam sind. Ja. Was vielleicht auch noch erwähnt werden sollte, ich werde zu meinem Chucky-Film eine Fortsetzung drehen. Diejenigen, die sich den Film angesehen haben, haben sich das gewünscht. Diejenigen, die sich den Film noch nicht angesehen haben, warum auch immer, könnten das ja jetzt tun. Und wir haben uns überlegt, dass wir da zusammenarbeiten wollen. Dass wir, ja, dass er auf jeden Fall in diesem Film mitspielen wird. Das finde ich cool, wenn er das macht. Weil, wie gesagt, ich durfte in seinem Ghostface-Film ja auch mitspielen und in Ghostface 2, so wie es aussieht, werde ich da auch wieder mitmachen. Ja,
So, das war's aber von mir. Es ist spät. Ich werde mir jetzt noch ein heißes Bad einlassen. Ich liebe es, Samstagabend in die Badewanne zu hüpfen. Kennt ihr das? So ein kleines Ritual. Und ja, morgen kommt dann, wie gesagt, das Unboxing inklusive Theaterstück zu Scareglow. Macht's gut. Tschüss.